Also die Bedeutung dieses neuen Gebäudes für die Frankfurt School und ihre Entwicklung kann gar nicht überschätzt werden. Es ist quasi der in Beton und Stein und in sonstigen Materialien umgesetzte strategische Anspruch der Frankfurt School, zu einer der besten Wirtschaftsuniversitäten in Europa aufzusteigen. Es gibt quasi die Hülle ab für diese Strategie, die bei aller Digitalisierung und Virtualität des Zusammenarbeiten, des Lernens gleichwohl einen Raum der Begegnung braucht. Und ich glaube, das haben wir hier ideal getroffen. One of the things we focused on when we did the design, after reading the brief and understanding the nature of the school and how it's such an international school here in Germany, was that what would be the first impression when you arrive as a freshman in this school? What would be what you remember for the rest of your life? And this place where I'm standing right now, that's where it really becomes clear for the student that you have arrived in a place that will be your home for the coming years. So walking in the main door and accessing the street, looking up, seeing your fellow students here, the facilities like the library, the cafes, the auditoriums, the big Audiomax, is something that will sit in your mind forever. And we believe that this first impression is what you will use as your, let's say, basis of your studies. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zeit auf dem neuen Campus, weil es jetzt einfach Zeit wurde, dass wir umziehen. Es wurde Zeit für einen größeren, moderneren Campus. Und ich freue mich da sehr drauf, weil das alles sehr trotz der Größe familiär gehalten ist. Man hat sehr viel Kontakt zu anderen Studenten. Man hat auch sehr viel mehr Kontakt zu den Angestellten, auch zum Career Service, zum Student Life, weil sie einfach in diesen großen Offices viel näher an den Vorlesungsräumen dran sitzen und man einfach eine bessere Möglichkeit hat, wenn man irgendwas braucht oder irgendein Anliegen hat, in Kontakt zu treten und größer und besser und interaktiver wird. Und ich glaube, das wird sehr cool. Die Seminarräume von uns sind darauf ausgelegt, dass sie den Dozenten maximale Flexibilität, maximale Freiheit geben, das zu tun, was er oder sie im Klassenzimmer für richtig hält. Ich glaube, dass man wegkommen muss von diesen klassischen Vorlesungen, wo jemand mehrere Stunden vor den Studenten steht und ihnen etwas erzählt, sondern wir müssen viel stärker uns weiterentwickeln in Richtung aktive Lernform. Gerade im Zeitalter digitaler Medien müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, naja, welchen Unterschied macht es denn überhaupt, dass wir die Teilnehmer und die Studenten wirklich auch vor Ort haben, direkt hier am Campus. Und aktive Lernformen wie Rollenspiele, Simulationen, Fallstudiendiskussionen spielen natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und auch die einzelnen Räume hier sind ergänzt durch unsere Breakout-Rooms, sodass es halt die Möglichkeit gibt, über den Tag verteilt halt bestimmte Übungen zu machen mit den Studenten, die man dann gemeinsam halt in dem Klassenraum diskutiert. Ich glaube, das Schönste am neuen Gebäude ist einfach, wie viel Platz es gibt. Also nicht nur Platz zum Lernen in der Bibliothek, sondern auch in den Gruppenräumen, um zusammen mit anderen zu arbeiten, aber auch draußen hier, um zu entspannen, um zu essen, um mit Freunden sich zu treffen und einfach das Gefühl, dass man alles an einem Ort hat, dass man so viel Platz hat, um zu lernen, um zu arbeiten, um sich zu entspannen und ja, einfach dieses gemütliche Gefühl, an der FS zu sein. The Alumni Association has sponsored parts of the new Frankfurt School Study Center. It was for us really a matter of deciding where we could help the learning of the students, and we decided to go for the library so that the students would get a great environment where it was possible to concentrate and get done what had to be done and prepare their future. Das Learning Center hat immer offen. Ich kann hier hinkommen, wann immer ich Zeit habe zum Lernen. Zusätzlich können wir uns als Gruppe zusammensetzen oder auch einzeln zurückziehen. This is very much a Frankfurt building we have done, and it relates to Frankfurt. If you go up and look at the balconies and some of the lounges we have on the top floor, you have a clear view over the city center. It connects visually to that. And that, this idea that the student can see their coming workspace or their coming company they want to work in, is a psychological way of tying this together. Wir haben ein Budget gehabt und ich bin ganz besonders stolz, dass wir es geschafft haben,
etwas, was wir in 2013 geplant haben, im gleichen Rahmen, finanziellen Rahmen, umzusetzen in 2017. Wir haben es deswegen hinbekommen, weil die Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten, die wir uns dazugeholt haben, wie Herrn Ringsleben, und uns intern einfach sehr, sehr eng war. Wir haben an Austausch und Kommunikation nicht gespart. Also ich habe mich entschieden, dass es keinen gezielten Lieblingsbereich gibt, weil ich den Komplex als Ganzes betrachte, insbesondere in der Kombination mit dem denkmalgeschützten Präsidialbau, der uns über die gesamte Entwicklungszeit doch ans Herz gewachsen ist. Also mir am besten gefällt die 150 Meter lange Zeil des Wissens, also eine große Mall, in der alle wesentlichen Funktionen einer Universität erschlossen werden, die unmittelbar zugänglich sind und einen riesigen Raum der gegenseitigen Begegnung letztlich ermöglichen. Und die Vielzahl der wie Taubenschläge angebrachten, in dieser Mall angesiedelten Gruppenarbeitsräume, weil unsere Studenten quasi morgens um 8 kommen und abends um 9 gehen. Und ich glaube, das hat sich schon bewahrheitet, wenn wir sehen, denn die Studenten sind wie Wasser in die verschiedenen Ecken und in die verschiedenen Bereiche dieses Gebäudes hineingeflossen.